Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei... Ja. Shadows Covenant. Und ich habe mal was überlegt zwischen den letzten beiden, also zwischen der letzten Folge oder der jetzigen. Ich werde die Rosenbandage doch noch irgendwie suchen gehen. Aber nicht das Gefühl habe, dass das interessant werden könnte. Ja. Wenn es absolut gar nicht geht, dann nicht. Ja. Müssen wir halt drauf verzichten. Jedenfalls Fischcurry. Nicht viele kommen durch so viel Curry hindurch. Mal sehen, wie sie mit dem Direktor klarkommen. Los geht's, Männer. Ja, jetzt dürfen wir wieder auswählen. Dann nehmen wir mal wieder Yuri und Blanca. Und das ist in Ordnung. Hier dahinter liegt das Büro des Festivalkomitees. Sie dürfen hier nichts stören. Sie werden kämpfen müssen. Okay. Ja, bin ich im letzten Part ganz schön getrollt worden. Und dadurch ist komischerweise meine Laune auch schon wieder besser. Weiß nicht ganz warum. Aber hey. Ich hoffe, dass ich dann nochmal vom letzten Gegner runter kann oder sowas. Weil ich hätte wirklich Karin noch Dings geben sollen. Also hier ein Gebietsauge. Das wäre praktisch gewesen. Weil dann wäre Karin ein ziemlich nützliches Teammitglied gewesen, aber hey. Man kann es nun nicht mehr ändern. Wir greifen erstmal den Haupttypen an. Und hauen ihm eine volle Kombo rein. Vom dunklen Engel. Naja gut, zwei Schläge vom dunklen Engel. Aber jetzt ein bisschen Kombo gebufften, geboosteten, was weiß ich nicht, Joarin. Was nicht ausreicht. War ja klar. Warum denke ich überhaupt, dass es ausreichen könnte? Jetzt erhöht er seine Verteidigung noch. Oh, ho, ho, ho. Wow. Aber der dunkle Engel macht er trotzdem fertig. Weil das ist der dunkle Engel. Hallo, komm. That wasn't even a workout oder so. Ja. Ja, ich komme mir in letzter Zeit übelst leise vor. Wir können noch mal runter. Gott sei Dank. Schalten Sie mal eine Weile runter. Das muss ganz schön wehtun, wenn er unten landet. Ja, jedenfalls. Ausrüstung ändere ich mal bei Karin. Dann nehme ich ja das State-Outfit weg und gebe dafür mal. Wo haben wir's denn? Ein Gemütsauge. Regelanpassung. Ist ja logisch. Einfach so in allen Richtungen. Also so ein Kreuz halt. Ja. Was könnte man noch machen? Auf jeden Fall mal Objekte benutzen. Und zwar ein Zelt. Und dann tun wir aus Tradition speichern. Und ich habe gerade was gelernt. Es kommt von den Save States darauf an, ob ich beim Emulator komplett starten lasse oder nur ein Reboot machen lasse. Danach tut er die Save States anders anwählen. Toll. Whatever. Turm des Heiligen Rings, Level 93. Ahaha, Sie waren bis jetzt sehr gut, aber Sie sind weit genug gekommen. Ihn übernehme ich, geht schon mal hoch. Wie jetzt? Ahaha, Sie denken, Sie können es mit der Wut des Curryprinzen aufnehmen. Ja, ich hab da sowas, was gut gegen einzelne Gegner ist. Ja. Und zwar nehmen wir da mal das Himmelbeben und hauen ihm etwas auf den Sack. Leider nicht perfekt, aber trotzdem. So, Himmelbeben. Das Pimmelbeben. Pimmelheben. Ist umgedreht für Himmelbeben. Ja. Oder so. Ich finde es doch schade, dass Himmelbeben keinen Zustand zufügt. Weil so ist es relativ schwach im Vergleich. Nein. Dankeschön. Ich glaube, da hat auch noch wieder ein Kruzifix angelegt. Gott sei Dank. So. Aber obwohl es im Internet steht drin, dass er nahkampftechnisch mit Shooten Doji der stärkste Charakter ist. Was ich nicht glaube. Ich
glaube, wenn man wirklich Joachim mit Main, dann ist Joachim an sich der stärkste Hauptcharakter. Der Innerkampfcharakter. Aber so ist natürlich eindeutig der dunkle Engel. Und der Typ macht irgendwie verhältnismäßig wenig Schaden. So. Da haben wir den. Ich hoffe nur, dass die anderen nicht noch in Singlekämpfen drankommen. Weil dann wird das doof. Ja. Erbärmlich, er hatte niemals eine Chance. Genauso sehe ich das auch. Puh, den Rest überlasse ich den anderen. Wie jetzt? Wenn ich den aufgestellt hätte, wäre er nicht mehr dabei, oder wie? Ah, willkommen, dies ist mein Bereich. Ich muss einen von Ihnen bitten, vorzutreten und zu kämpfen. Nein! Die Gangart ändert sich. Alles Sachliche ist weg, ja? Ich nehme es mit Ihnen auf. Bitte nicht! Es kommt so, dass Joachim noch alleine oben ist. Vielen Dank, ich habe meine Geschäfte gern wie mein Curry trocken. Also können wir... Das wird jetzt eher doof. Ich hätte ihm den Ersatzmann geben sollen. Naja, whatever. Nutzen wir mal eben Anbruch. Und hoffen, dass wir ihn damit auch dann ganz gut bekämpfen können. Und ich finde scheiße, dass man das nicht... Ah, guck mal, Panzus. Ich finde es eigentlich ziemlich schlecht, dass man das nicht überspringen kann. Nachher erst mal angucken. 532 Schaden, das ist machbar. Ja, macht relativ viel Schaden, aber hey. Was, der ist dann zweimal dran? Aha, wenn ich auch eine starke Magie und eine Angriffsmagie benutze, außer Windhose, ist er zweimal dran. Okay, benutzen wir halt mal Windhose zwischendurch. Hauptsache, er ist nicht zweimal dran und wir machen Schaden. 403 Schaden, kann man machen. Ich verstehe mal einen sehr, sehr rassistischen Kommentar, wenn er spricht. Ja. Oh, 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 Nigger! Das verstehe ich aber. Ich speede mal das eben ab. Beziehungsweise das mal eben ab. Ich sag's immer in der falschen Reihenfolge. So, haben wir das auch? Ja. Gott sei es gedankt. Walter, warum ist Quarando der Erste, der raus ist? Ich bin vernichtet. Rechne nicht mehr mit mir. Mal sehen, wer da als nächstes bleibt. Adel ist anwesend. Ein Nachkomme königlichen Curryblutes. Wer wagt es, gegen mich anzutreten? Lucia! Warten Sie eine Sekunde, dieser Koch. Sie sind kein Curry. Meine Nase täuschen Sie nicht. Hä? Nun wissen Sie mein dunkelstes Geheimnis. Okay, ich gebe es zu. Ich bin kein Curry, nur ein Topf. Na und? Ich will nicht. Warum habe ich Tarotkarte gemacht? Na gut, weil man das Glück haben kann, dass er kleinen Tod zieht und den richtig rum. Alle HP der Verbündeten vollständig geheilt. Toll. Habe ich da keine Symbolmagie gegeben? Scheinbar nicht. Ja, toll. Und damit kann man es nochmal probieren. Hey. Ich bin am... Ernsthaft? Wartet. Wartet. Teller mit Curry, toll. Ich bin am überlegen, ob ich einfach Lucia mal eben schnell König Salomon gebe. Weil das da ungleich einfacher werden könnte. Ja.
Machen wir einfach mal. Objekt habe ich schon benutzt, ne? Ja. Schneide ich das raus oder lasse ich das drin? Ich glaube, ich lasse das drin. Oder schneide ich das raus? So, da sind wir auch wieder bei Lucia. So. Da hauen wir den wieder auf die Nase. Ich hoffe, dass das so einfach wird. Und mein Stuhl knarzt immer mehr von Tag zu Tag. Vielleicht muss ich mich auch einfach mal aufrecht hinsetzen. Hä, ich hab da Symbolmagie gegeben. Ich hab da doch Symbolmagie gegeben. Hä? So, hier sind wir wieder, Leute. Nachdem ich jetzt nochmal gefailt habe, hoffe ich, dass wir das jetzt irgendwie hinter uns kriegen und ich speede die Scheiße mal ab eben. Weil ich habe gerade das Symbol ausgerüstet und es stand da, ich hätte keins ausgerüstet. Wenn das jetzt wieder da steht... Hier, Symbolmagie, Gott sei es gedankt. So, Schmelzsymbol. So, bitte. Ich denke, zwei Runden haben wir nicht damit kalt. Und dann kriegt sämtliche Zustände noch irgendwie. Also wechselnde Zustände. Ring nach oben ist natürlich... Warum ist der dreimal dran? Was? Was? 6,5 Stunden später. Da sind wir wieder bei Lucia. Beim vierten Anlauf oder sowas. Und ich krieg langsam Nacke. Ich hab jetzt gemerkt, der greift zweimal nacheinander dann an. Und killt mich damit. Deswegen habe ich da jetzt weißen Slip angelegt. Und was weiß ich nicht noch alles. Damit sie nicht mal aufs Maul bekommt. Und das Schmelzsymbol. Und einmal war kein Symbolmagie da. Toll. Bin genervt. So. Lucia ist übrigens im normalen Modus, weil ich den Slot fürs Brautkleid brauchte. Bin leicht genervt gerade. Weil ich schon 20 Minuten mittlerweile diese Scheiße mache und noch mehr. Bald 20 Minuten bald. So, jetzt müsste das eine Ausweichrate, jetzt greift er an. Jetzt haben wir noch Ring nach oben, jetzt greift er nochmal an, komischerweise. Und jetzt sind wir auch mal wieder dran. So. Können wir ihn eigentlich damit killen? Nein, können wir nicht. Das heißt, er bringt uns nach der nächsten Runde um. Super. Also müssen wir uns erstmal heilen. Wow. Das könnte ein langer Kampf werden. Er hätte uns nicht umgebracht. Wenn ich jetzt das Maul halte, ich muss mich nebenbei ein bisschen konzentrieren. Ich bin gerade leicht aggressiv. So. So, Symbolmagie. Ach, danach ist er dann zweimal dran. Schön. Nein, ich wollte keine Tarotkarte. Ich wollte auf Objekt gehen. Wow. Auferstehen-Effekt für alle Verbündeten. Wow. Ich könnte es mir eigentlich sogar fucking einfach machen, fällt mir gerade so ein. Ich könnte im Endeffekt selbst jetzt setzen und warten, bis ich jedes Mal dann treffe halt. Ah, scheiß drauf. Terrawurzel. Wir sind aber auch nicht zweimal nacheinander dran. Erneuert sein Vater Morgana. Wow, wir sind dran. Ich glaub's ja gar nicht. Da ist er zweimal nacheinander dann dran. Aber da killt er uns noch nicht danach. Was war das?
Chakra-Wurzel. Wir sehen uns wieder, wenn ich den geschafft habe. Leute, ich hab's geschafft. Ich mach drei Kreuze im Kalender. Bei mir steht jetzt 31 Minuten drin, weil ich 20 Minuten an einer Scheiße gebraucht habe oder so. Und ich mach das jetzt aber fertig. So. Oh, jetzt zink ich wie ein Eintopf, hast du verdient. So, Level 96. Wer ist jetzt dran? Oh, bitte nicht, Anastasia. Ich bin schneller, einfacher Soße. Weiter nichts. Kein Fleisch, kein Gemüse. Einfach auch Almond-Curry. Ah, Karin. Geht schon fort, den übernehme ich. Ich wurde in Armut geboren, der ist für mich. Ja, oder so. Ein unschuldiges kleines Kind wie sie kann die Schmerzen der Armen nicht verstehen. Sie liefern gutes Fleisch. Also die Armen. Armer mein Curry. Da war ja was. So. Warum musst du auch ausweichen? Nein, bitte nicht. Ach ja, sie hat ja alles Kreuz. Gut. Glück gehabt. So, jetzt aber bitte. Komm. Ach, immer noch nicht. Komm. Ein Angriff noch. Jupp, Heidi. So, haben wir auch den. Mir ist vollkommen egal, was du zu sagen hast dazu. So. Puh, ich helfe besser den anderen. Ah, sie kommen ohne mich klar. Ja. Wählen Sie den Weg des Currys, wie ich der Curryweise, tat. Das ultimative Curry kann es nur im Kopf geben. Scheint so, als sei ich dran. Na dann, Blanka. Oh, hat also ein Wolf den Weg des Currys gewählt. Fein, fein. Mal sehen, wie sie den Curryweisen gerecht werden. Ich will nicht. Mal sehen, wie roter Komet reinhaut. Wahrscheinlich weniger, als er es sollte. Wobei. Geht schon. Ach, aufpassen. Schau mal einer an. Aber wenigstens greift der Typ ja nicht zweimal nacheinander an. Sondern wir dann. Sofern der Typ bis dahin lebt. Er greift nur einmal an, okay. Gut zu wissen. Er lebt noch bis dahin, gut. Aber gleich nicht mehr. Weil jetzt doch mal eh zweimal nacheinander. So. Und noch einmal bitte. Und schau, Curryweise. Oder Curryweise. Ach ne, da wird mit EI geschrieben, stimmt's, ne? Ich dachte, das wäre so ein Wortwitz. Der Curryweise. Der wäre ganz allein. Ja. Geppetto ist fast tot. Lucia hat bald kein MP mehr.
mache ich hier? Turm des Heiligen Rings, Level 98. Wenn Sie denken, ich sei gewöhnlicher Curry, liegen Sie falsch. Hehe, nein, ein Ei sorgt für einen vollen Geschmack. Ei, da ist etwas für mich. Mal sehen, wer die Nummer 1 ist. Ich will es gar nicht wissen. Hehe, sicher, na los, meine Eier sind ziemlich heiß. Die sind weich gekocht. Gott. Oh Gott. Ach ja, sie hat doch den Dandy-Kimono. Toll. Komm, Euthanasie. So. Der Typ, der die Welt einfach zerstören wollte, weil... ist so. Ja. Bester Grund ever, weil ist so. Nein, nein, nein. Ich hätte einen Safe State setzen sollen. Wir sehen uns wieder, wenn ich das geschafft habe. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, hier sind wir wieder bei Anastasia. Und ich krieg ne Macke. Ihr könnt raten, wer gleich einen Safe State macht. Wo ist meine Maus? Hier. So. System. Speichere Safe State. Slot 0. So. Jetzt machen wir mal eben. Was hatten die eigentlich für Symbolmagie? Ah, nichts Sinnvolles. Was? Ach, Windsymbol. Mhm. Dann machen wir mal Euthanasie. Beziehungsweise wir können Direktdruck ausprobieren. Ob das bei dem funktioniert, wenn nicht, halt nicht. Dann lade ich halt nochmal schnell. Nein, funktioniert nicht, also lade ich. Weil ich mir den Bullshit von ihm nicht gebe. So. System. Lade Safe State. So. Album Euthanasie. 1, 2. Zack. Ja. Außerdem, ihr habt es gerade gesehen, er kann sofortiger Tod. Das war ja das, was das letzte Mal uns gefangen hat. Und dieses Mal entgehen wir das, weil ich habe jetzt Kruzifix dran. Und wenn ich dann mal mit fertig werden könnte, das wäre schön. Ah. So. Euthanasie. Danach ist er zweimal dran. Mhm. Okay. Okay. Schön zu wissen. Vielleicht bringt er uns ja wieder um und ich darf die ganze Scheiße nochmal machen. Ja, ich hasse jetzt trotzdem wirklich das Man Festival, weil es scheiße und so. Bitte bring uns nicht um. Bitte nicht. Dankeschön. Dann gehen wir mal heilen. Terra-Extrakt. Und blub. Ich hasse den Typen. Album Euthanasie. Oh, er ist nicht zweimal dran. Juhu. Sag mal, was ganz was Neues. Und ich schaff's irgendwie nicht perfekt darauf zu kriegen. Warum auch? Ne, warum auch? Ist ja nicht so schlimm. Boah, geht mir das Man Festival auf den Sack. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir das Man Festival auf den Sack geht. So, Objekt. Ich heile trotzdem nochmal, weil
Wenn da jetzt noch mit dem ganz kleinen Funken überlebt und mich dann killt, kann ich wieder die ganze Scheiße machen. Darauf habe ich keinen Bock. So, Abschirmeffekt ist weg. Jetzt mach das Abschirm nochmal drauf. Greift er wenigstens gleich nochmal an. Ja, das tut er. Super. Okay, er ist nur einmal dran dann. Gut. Wenn du ihn jetzt killen könntest, das wäre toll. Würde mich echt extremst freuen. Bitte. Bitte. Natürlich nicht. Aber jetzt gut. Solange ich nicht verkacke. Dankeschön. Oh. Glaubt gar nicht, was eine 1-Stunden-Aufnahme euch antut. Und ich darf den ganzen Spaß dann schneiden. Wow, Freude. So, jetzt müssten wir mit allen nervigen Leuten durch sein. Halt's Maul. Mit allen nervigen Leuten durch sein. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch Yuri und... Ja. Ich kann nicht hier bleiben. Wenn ich nicht aufhole, verpasse ich die Machtprobe des Jahrhunderts. Ja, Level 99. Sehen Sie, wer hier ist. Sie sind weit genug ins glorreiche Curry-Königreich getrampelt. Ja, ja, egal. Sieht aus, als sei der für mich. Muss ich wirklich gegen den kämpfen? Niemand wird die Braut des Curry stehlen. Niemand. Da sagt der dunkle Engel aber was anderes. So, Junge. Jetzt gibt's auf den Sack. Ist für mich nicht mehr als Sansa. Wow, schon fast tot damit. Ohne dass er was machen konnte. Toll. Super. Ja, der dunkle Engel ist ein bisschen imbar. Ich weiß. Minimal. Ja, das sehe ich genauso. So, und jetzt kommt die Machtprobe des Jahrhunderts. Puh, ich bin kaputt, aber ich schätze, ich muss weiter. Nein, musst du gar nicht. Bitte sag mir, dass ich Yuri bei dem Kampf noch mit habe. Oh man. Why me? Und Anastasia, die nehme ich auch. You've done well to come this far. This is the true battleground. Teacher! I am not your teacher. My name is the Great Question, champion of the Man Festival. Great Question? Dum, dum, dum. Great Question it is. Great Question? They've gone nuts, those guys. Totally lost it. Now then, my little challenger, bring it Before we on. Start, can I ask you just one thing? Why, sure. What is it? This baptism you were talking about, what exactly is it? You're thinking about defeat already, aren't you? I knew it. Excuse me? Yes, dear? I want to know, too. Well, very well, then. I will tell you. Those who fail in the Man Festival must receive as a punishment the winner's full manhood. Man? Bitte was? You don't mean... Gross. Exactly. What? What? So, great question. If you win... And if I win? Warum ist da das Amuse-Com-Logo? Das macht's nicht besser.
way. Not this guy. Well, the time for talk is over. The rest will be decided by sweat. Oh. Are you afraid, trembling boy? Yeah. Who would you like to be? In the name of justice, this fist. In the name of truth, these muscles. In the name of beauty, this butt. Champion of truth and justice, Grand Papillon. Ready to fight all evildoers. Evildoers? Kein Wunder, dass der Great Gamma auf dem auf einer Aufreisekarte drauf ist. Apropos, der benutzt in der 7. Runde oder so einen Schlüssel. Deswegen setze ich mal hier eben den Save State. Weil ich habe was vor. Und zwar werde ich hier den 5. Schlüssel benutzen, den wir damals gewonnen haben. Ich hoffe, dass ich den treffe. Also halte ich jetzt die Schnauze und versuche den zu treffen. Gott sei Dank. Na, natürlich reicht das nicht. Aber ein dritter Schlüssel dürfte es dann tun. Solange mich damit nicht finisht jetzt so. Bitte nicht. Bitte finische mich damit nicht. Dankeschön. Wie geht er noch? Um auf Nummer sicher zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, aufs Maul, Junge. Und dafür habe ich mir den Aufstand gemacht. Halt's Maul. Und wir kriegen den 7. Schlüssel zumindest was. Band. Nice job. Nice job. Oh, what a relief. Take my title, I beg of you. Uneasy lies the head that wears the crown. But teacher. You have done it. This belongs to you now. Wunderbar. This is the mask of question. From this day on, you are the true hero. You are the great question. I am the great question? Well now, you passed the physical. Now it's time for the mental test. The man festival must end with the final expression of love between two men. Isn't it beautiful? Love comes in so many different shapes. I'm not into that. Warum ist die russische Prinzessin ein Yaoi-Fan, girl? No. Warum ist die russische Prinzessin Yaoi Fangirl? Gott sei Dank! Oh. Gut, muss ich nicht extra anlegen. Glaube ich zumindest. Ich will nicht. Aber wisst ihr was das Gute ist nach dieser Scheiße? Ich kann jetzt in den letzten Dungeon gehen. Ich muss nur noch diesen Part bearbeiten. Dann habe ich es geschafft.
Deswegen gehe ich jetzt mal eben den ersten Zelt benutzen. Daten speichern. Memory Card, Nyanbashi. So. Ich bin innerlich so leer. Oh Gott. Aber drauf geschissen. Nee, Moment, nicht hier. Das nächste Mal gehen wir zur Asuka-Steinplattform. Und dann können wir endlich den letzten Dungeon des Spiels machen. Oh Gott, ich freue mich. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das zusammengekattete etwas von Part, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, teilt dieses Video mit euren Freunden und abonniert mich. Ja, schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sehen uns nächste Mal bei Shadowlords Covenant, wenn es dann aufs Finale zugeht. Also dann, ciao Freunde.